in der Wohnung, ich bin so gerne 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 in der Wohnung, ich bin. Ich bin sehr gerne in der Küche. Ich sitze sehr, sehr gerne am Küchentisch, ja. Da sitze ich sehr gerne und es riecht so gut nach dem Basilikum. Ich bin so gerne in der Küche. Kommt mal mit. Ich bin so gern im Arbeitszimmer. So eine Garagenästhetik. Und über dem Schreibtisch, da hängen Glühbirnen, eine ganze Reihe lang, quer durch den Raum. Und das Tolle ist, jede Glühbirne hat ein eigenes Kabel. Das heißt, die sind einzeln dimmbar, je nach Stimmung. Ich bin so gern im Arbeitszimmer. Aber ich bin auch sehr gern im Wohnzimmer. Hohe, helle Kalksteinwände, fast nicht behandelt. Ganz pur, sehr klar, sehr... Oh! Die Tapeten! Die hab ich so verflucht. Besonders dieses Tapetendampfablöse-Scheißgerät, Scheißdrecks-Ding-Oberscheiß. Doch, das sieht wirklich gut aus. Ich bin so gerne im Wohnzimmer und im Badezimmer. Handbemalte Bodenkacheln, extra große Badewanne, drei hohe Fenster. Ich bin wirklich gern im Badezimmer. Boah. Das Schlafzimmer, also ich bin auch sehr gern im Schlafzimmer, das ist der einzige Raum, da bin ich schwach geworden. Im Schlafzimmer gibt's Tapete. Sogar Rosen. Natürlich abstrahiert, nicht kitschig. Doch super kitschig. Großartig. Himmelbett mit Schleierzeug und Flitterkram. Ich bin so gern im Schlafzimmer. Ich bin auch sehr gern in der Speisekammer. Also was an der Speisekammer praktisch ist, wenn man in der Speisekammer steht und aus Versehen auf einmal weint, dann hat man die Schokolade schon parat. Ich bin sehr gern in der Speisekammer. Scheiße. Hallo? Hört mich jemand?